Hallo zusammen, ich bin Christa von Kastenwagentouren und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Abenteuer im französischen Baskenland mit uns. Was es genau zu sehen gibt, das seht ihr im Intro. Von Saint-Jean-de-Luz sind wir weitergefahren und stehen hier auf einem Parkplatz ganz in der Nähe der Talstation von der Zahnradbahn, die rauf geht auf den Rhün. Da werden wir morgen um 10.10 Uhr hochzahnraden. Und was sagen Sie als Hund dazu? Möchten Sie auch mit der Zahnradbahn fahren? Ja? Haben Sie da Lust zu? Morgen mit der Zahnradbahn? Okay. Jetzt sind wir oben drauf, beinahe fliegen, 900 Meter. Der Volker, der sollte sich ein bisschen mitdrehen. Das macht er auch. Aber nicht genug. Ein braver Volker. Oh. Noch ein bisschen, damit wir auch ein bisschen sehen, wie es hier hinter uns aussieht. Hinter uns sind die Pyrenäen, die sind noch interessanter. Jede Menge Antennen hier oben. Und die baskische Küste. Unten ist San Sebastian, also Spanien, und die, nicht die Dame hier in Gelb, sondern dahinter steht die spanische Polizei, die passt auf, dass San Sebastian nichts passiert. So, das da ist San Sebastian in Spanien da hinten. Thank you.
So, nach diesem anstrengenden Auf- und Abstieg haben wir uns mal wieder ein Lokal gesucht im Örtchen Saar und wollen noch zum Mittag essen, obwohl es schon gleich 2:30 ist. Heute gibt es als Vorspeise gebackene Sardinen. Guten Appetit! Als Hauptgericht gibt es baskisches Schwein. Irgendwie mit Aubergine, aber ich sehe keine Aubergine. Oder das Püree, vielleicht nur das Innere. Ich werde es probieren. Nachtisch, irgendwie eine Eiercreme unten drunter und darüber, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wir werden es ausprobieren. Guten Appetit. Sie erreichen unbenannte Straße. Was ist eigentlich alles für Bus? Wir haben die Lütte Hütte in Espelett abgestellt. Hier kann man kostenlos parken und wir werden uns den Ort jetzt anschauen und gucken, ob wir auch ganz viel von dem scharfen Pfeffer, von den scharfen Chili-Choten bekommen. Und dann sind wir richtig scharf. Wartet's ab. So, die Pflanzen könnten wir jetzt dann kaufen, damit wir irgendwann das hier haben. Wir sind bei einem France Passion Hof. Hier gibt es baskische Schweine und da läuft irgendeine Kühlanlage. Ansonsten stehen wir hier natürlich sehr schön mit diesem Blick, da gleich die Schweine und hier so schön in die Hügel zu gucken. Und
Ich gucke jetzt gleich mal, was der Wetterbericht sagt. Es ging nämlich auch irgendwie um Gewitter. Ansonsten werde ich gleich mal den ausgeschilderten Schweinepfad laufen. Ich wusste gar nicht, dass Schweine so aussehen. Das ist der Schweinepfad hier. Also muss das ja ein Schwein sein. Ich finde es richtig schön hier. Der Weg ist ganz toll. Bin froh, dass es nicht regnet. Und ich bin auch froh, dass die Sonne gerade nicht scheint, weil es so schwül ist. Und es ist wunderschön. Ich glaube, ich gehe morgen früh noch mal eine Runde mit dem Joe. So, auf jeder Karte kann man ganz schön sehen, wo man parken muss, wenn man hier mit France Passion ankommt. Koordinaten führen einen hier hin. Das ist aber falsch. Man fährt diese Straße weiter, hier rein und hier hinter dem Gebäude, da ist der Parkplatz. Bis Lüdit Autskia. Scheiße. Lieber Mann, der war besonders groß. Ja, aber jetzt habe ich einen genau hinter mir. Der soll ich nicht stehen. Ja, ja, deswegen kann ich mich zurücksetzen, wollte ich nur sagen. Dem Parkplatz unten bei dem ersten France Passion Hof sind wir nicht geblieben. Wir fahren aber morgen noch mal dahin zurück. Wir sind jetzt nur ein ganz kleines Stückchen, also 1 Kilometer weiter gefahren und stehen jetzt hier so toll bei einem anderen Hof. Das gefällt uns hier vom Stehen viel besser. Ein baskischer Aperitif mit Wein, Kirschsaft und Armagnac. Dann probier mal. Interessant, aber nichts für mich. Und so wunderschön sitzen wir hier bei unserem France Passion Gastgeber und warten auf das Mittagessen. Alles Sachen, die hier
auf der Farm produziert werden. Da freue ich mich drauf. Jetzt habe ich fast vergessen zu filmen. Wir essen nämlich hier, habe ich ja schon gesagt, das Menü des Hauses. Und als erstes gibt es hier so eine Platte mit selbstgemachtem Schinken, Wurst und Pâté. Hier haben wir jetzt die Hauptspeise. Das ist also eine Hackfleischgeschichte vom Rind hier mit Gemüse und Pommes. Und ich glaube, diese Hackfleischgeschichte haben wir auch habe ich gestern auch im Glas gekauft, sodass wir das dann nochmal essen können. Dann guten Appetit, Monsieur. Guten Appetit. Bon Appetit. Sag merci. Merci. Habt ihr das gesehen? Die freche Fliege hier. Ich bekomme baskischen Kuchen zum Nachtisch und Volker hat sich Käse gewünscht. Na, dann nochmal. Bon dégustation. Also, liebe Leute, wenn ihr hier in die Gegend kommt, absolute Empfehlung. Hier müsst ihr unbedingt hinkommen. Die Leute sind so nett, das Essen ist so gut und man steht wunderbar. Also einer der schönsten France Passion Plätze, die ich bisher hatte. Herrlich. Just wanna watch them stars fall. But you who don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what. Hier seht ihr den kleinen städtischen Campingplatz von Saint-Jean-de-Pied. Der liegt total zentral, direkt am Fluss und an der Kirche. Also ich kann es nur empfehlen, den in Anspruch zu nehmen, auch wenn es nicht der allerbeste ist. Der kostet 13,09 € für 2 Personen. Und der ist nicht besonders toll, aber der Preis ist natürlich sensationell. Man kommt einfach an und stellt sich hin. Und zweimal am Tag ist für eine Stunde da vorne das Kassenhäuschen besetzt und da geht man dann bezahlen. Dann kriegt man einen Zettel und dann kann man es sich weiter gemütlich machen, was man vorher natürlich auch schon getan hatte.
Und damit ist schon wieder mal ein Video zu Ende. Wir verabschieden uns von euch und hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben oder auch ein Abo. Wir freuen uns darüber. Wir sehen uns beim nächsten Video, das nächsten Sonntag erscheint. Bis dahin, tschüss!